Bis dahin mache ich mir erstmal noch eine Spitzhacke. Voilà. Habe ich mich gerade kurzfristig erschrocken. So, 5 Eisen. 6 Eisen. 7 Eisen. 8 Eisen. Chestplate. So. Full Iron, sehr schön. Jetzt lasse ich den Rest noch kurz fertig schmelzen. Und dann gehen wir auch weiter. Habe ich denn schon Flints? Aber keine Federn, ne? Stimmt. Das ist natürlich blöd. Andesit, so ein Scheiß brauche ich da. Diorit, Alter. Boah, ich brauche denn so einen Müll. Drecksteine da, ey. Nur eine wahre Steinart, das ist Cobblestone. Mal kurz eine Möhre fressen. So, 9 Eisen noch brennen. Rösten. Nennt man das in der Fachsprache, ist der Austausch von Nickel, von Sulfiden gegen Carbide, also gegen Kohlenstoff. Sowas lernt man, wenn man Biochemie studiert. Ja, jetzt wisst ihr, was euch erwartet, wenn ihr Biochemie studieren solltet. Ja, ich hoffe, dass heute auch ein bisschen die Soundqualität vielleicht etwas besser ist. Was dann einfach daran liegen würde, dass ich heute mal wieder mit Audacity aufnehme und nicht einfach den Sound über Fraps aufnehmen lasse. Was eigentlich keinen bestimmten Grund hat. Ich hatte nur festgestellt, dass mein Mikro bei Fraps nicht richtig erkannt wird. Weshalb ich jetzt einfach mal ein anderes nehmen wollte. So also ein anderes Programm nehmen wollte, wo ich das Mikrofon halt selber einstellen könnte, was ja bei Audacity der Fall ist. Und zwar habe ich die ganze Zeit irgendwie mal mit einem anderen Mikro aufgenommen, wo ich einen ziemlich krassen Hall drin hatte. Was mich bis jetzt eigentlich noch nie so richtig gestört hat, außer jetzt als ich mir das mal wieder angehört habe, meine Let's Plays. Und dann sagen musste, es hallt ja irgendwie so ein bisschen. Deshalb habe ich jetzt mal ein anderes Mikro genommen, wo ich hoffe, dass es nicht so sehr hallt. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, dass es nicht so sehr hallt. Oder ob es überhaupt vielleicht hallt. Vielleicht hallt es ja wieder, ich weiß es nicht. Aber eigentlich habe ich das richtige Mikrofon ausgewählt. Deshalb sollte es eigentlich etwas besser klingen dieses Mal. So, und ich habe mir überlegt, dass dieser Stein über mir nervt. So. Und dass ich jetzt hier erstmal so ein bisschen, ne? Ein bisschen Kohle mitnehme. Kohle geht immer. Hauptsächlich auch wegen der EP. Und dass ich jetzt gleich mal, das ist zwar etwas langweilig, aber einmal ein paar Etagen nach unten gehen werde. So, und zwar, so, keine Ahnung, werfe hier rein. Einmal schräg nach unten bauen. Bis so auf Höhe 10 müsste das sein. Eisen. Das kann ich noch mitnehmen. So, dann gehen wir noch weiter nach unten. Weiter und weiter und weiter. 13. 13 ist schon mal gar nicht so schlecht. 12. 11. 10. Thank you.
So, jetzt machen wir etwas Langweiliges. Wir gehen jetzt mal so... Ja, wie lange gehen wir denn mal Strip Mine? Jetzt haben wir es 3 nach. Ja, ich sag mal so 10 Minuten gehen wir jetzt mal Strip Mine. Ich hoffe, dass wir vielleicht einen Diamanten wenigstens finden. Dann könnten wir uns nämlich schon einen Verzauberungstisch bauen, was natürlich absolut Premium wäre. Hier ist dann auch erstmal Schluss mit dem Strip Mine. Fotzenlava. Entschuldigung. Man muss ja auf seine Wortwahl achten. Es gucken ja Minderjährige zu. Blöde Lava. So. Hab ich sie richtig gegeben, wa? Richtig. Bam, 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 bam. Oh, noch mehr Lava. Geil. Oh, hier ist wieder eine Höhle. Boah, was eine Höhle, ey. So, dann bauen wir uns einmal einen Safe-Weg rüber. Halt auch nicht mitten rüber, weil das werden ja doch etwas dangerous. It's dangerous, so dangerous. Oh, meine Spitzhacke ist gleich schon wieder leer. So, wenn ich jetzt das hier zumache, dann müsste eigentlich der Lavasee versiegen, weil das ist doch der Zulauf. Nein, Scherz. Da Lapis Lazuli. JP, genauso wie Redstone. Und Nether Quarz. Gibt auch schön viel EP. Das sind die typischen EP-Farmen, wo man halt einfach am meisten rauskriegt. So, gibt's hier irgendwas? Habe ich mir eingebildet. Ich sage, ich hätte gerade dieses Glummeling-Dummeling von einem Endermännchen gesehen. Ach, hier ist ja richtig Ressourcenbombe. So, einmal hier das ganze Gold abfarmen. Ist immer gut für goldene Äpfel. Und auch sonst kann man mit Gold schöne Sachen machen. Zum Beispiel Goldblöcke, ja, oder Goldrüstungen sind auf jeden Fall nötig. Kohle, lass jetzt einfach mal kurz liegen, wie viel Kohle habe ich? Ja, genug würde ich mal sagen. Das ist ein Emerald, das Eisen. Ja, komm, no risk, no fun. Wobei, bevor ich das Risk eingehe und da anschließend gar keinen Fun habe, muss ich erstmal niesen. So. Hui! Hui! Ich erstmal kurz zurück zu meinem Hauptquartier. Heilige Scheiße! Erst nochmal niesen. Ich werde es nachher einfach rausschneiden, dann hört man es nicht mehr. Ui! Nochmal ein Kistchen. Das klingt so ein bisschen wie Zelda, finde ich, die Musik. Können wir auch gut bei Zelda reinpacken. Ach, das Eisen, das kann ich, das Gold kann ich auch eigentlich schon mal in den Ofen schmeißen. So, was denn noch? Das da, das da, das da. Das.